Hallo zusammen, ich habe hier zwei Flaschen Wodka und die sind effektiv gefroren. Aber es geht eigentlich um den Katalog hier und zwar um die Seite 23, um diese Kühlbox. Das ist eine Kühlbox, die ca. minus 35, minus 36 Grad macht und die hat dreimal mehr Leistung als eine Standardkühlbox. Für was brauche ich dreimal mehr Leistung, um den Wodka hier einzufrieren? Nein. Jetzt kommen die einen und sagen, ja, Wodka gefriert nicht. Wenn ich hier Wasser drin hätte. Ihr wisst, was Wasser macht, wenn es einfriert, dann dehnt sich das aus, dann wird diese Wasserflasche zerplatzen. Wodka besteht aus Alkohol und das zieht sich zusammen. Durch das geht diese Wasserflasche oder diese Glasflasche nicht kaputt. Also eben kein Wasser drin, sonst wird die Flasche kaputt gehen. Eben massiv gefroren, friert so ab 33 Grad minus. Das ist Kinderspielzeug. Ja, diese Box hier, die hat 80 Liter Volumen. Wir haben eine Abmessung über alles von 82 und eine Tiefe von 49. Aber zu bedenken ist, dass diese Box hier, der Deckel, der geht hier so auf. Und da brauche ich noch ein bisschen mehr Platz, also etwa 55 Tiefe mit geöffnetem Deckel. Es ist aber auch so, dass ich hier die Luft ansauge. Da ich ja eine dreimal stärkere Maschine habe und die dann im Tiefkühlsektor läuft, brauche ich ja auch mehr Abwärme oder ergibt sich mehr Abwärme. Durch das sollte ich hier etwa 4 cm Luft lassen, dass hier die Luft angesaugt werden kann und hier kommt dann die Luft wieder raus. Jetzt ist mir das Netzgerät im Wege. Diese Box läuft nur 12, 24 Volt und braucht Spitze bis zu 15 Ampere. Durch das habe ich auch hier einen 50 Ampere Stecker, dass ich die Box hier versorgen kann. Klar gibt es auch ein Kabel dazu, 6 Meter Standardkabel. Ah, das ist auch gefroren. Das Kabel hier ist 6 Meter lang. Ist ein 6 Quadrat Kabel mit Sicherung direkt auf die Fahrzeugbatterie. Also solch eine Kühlbox mit solch einem Kabel zu betreiben, also Standard Schulterstecker und Zigarettenanzünder, das geht bei diesen Boxen nicht. Bei normalen Boxen geht es eigentlich auch nicht. Ich sage ja immer, schneidet den Zigarettenstecker weg und schließt das direkt an. Bei diesen Boxen, weil sie dreimal mehr Energie brauchen, brauchen wir auch einen dreimal besseren Stecker. Also das heißt, dies hier geht nicht. Weiter habe ich hier den Unterspannungsschutz zum Tiefversetzen. Und hier habe ich einen Industrieregler, jetzt hat sie nur noch minus 29 Grad. Die erreicht auch richtig Temperatur. Ich kann hier über den Hauptschalter, lange drücken, da geht die Box aus. Dann habe ich hier nur noch ein Signal. Ich kann wieder lange drücken, dann geht die Box wieder an. Und hier kann ich dann zweimal set das, die ist jetzt auf minus 32 Grad eingestellt. Hier kann ich dann mit der Temperatur hoch oder mit der Temperatur runter bis etwa minus 50 Grad einstellbar. Auch dieser Regler, der hier drin ist, das ist ein Industrieregler, also nicht ein Made in Italy, Eliwell. Ja, ist einfach ein aufwendiger Regler wie zu Standardkühlboxen. Die Kühlmaschine ist ein BD100.
mit Propan R290. Eigentlich momentan die leistungsfähigste Maschine, die hier drin Platz hat, auf 12 und 24 Volt. Es gibt noch den BD120, aber der läuft mit dem anderen Kältemittel, mit dem R404. Aber das R404 wurde jetzt abgelöst, hat einfach einen schlechten GWP. Es gibt noch einen 120er mit einem anderen Kältemittel, das ist auch ein Kohlenwasserstoff, hat einen GWP, der irgendwo bei 3 liegt. Das ist 1270, nur 1270 sind die Kompressoren offiziell nicht zugelassen, obwohl es technisch wunderbar funktioniert. Sonst vom Inhalt her die Box, es ist wie die Standard, also wir haben ja die B81S wie Standard, das ist die Standardkühlbox, die geht nur bis minus 22. Bei höheren Außentemperaturen über 40 Grad erreichen wir noch minus 5. Aber hier erreichen wir bei plus 50 Grad im Auto immer noch die Tiefkühltemperatur von minus 18 Grad. Die Einrichtung ist dieselbe. Wir haben hier einen kleinen Korb und hier einen großen Korb mit dem Anschlusskabel, das fest verbaut werden muss. Wir haben links und rechts eine Beleuchtung, eine LED-Beleuchtung, die über einen Magnetschalter funktioniert. Das ist mehr oder weniger eine Box, die wir verkaufen im Bereich Außendienstmitarbeiter und Lebensmitteltransporte. Wenn ihr einen Speiseeisverkäufer habt oder Speiseeis noch mittransportiert werden muss, dann kommt man eigentlich kaum um solch eine leistungsfähige Box rum. Wir haben noch größere Boxen in unserem Sortiment, also ganze Kühltruhen, die haben wir aber vor allem stationär. Befindet sich nicht in diesem Boot- und Caravan-Katalog, fragt uns an oder schaut bei uns auf der Homepage vorbei, da findet ihr auch die größeren Geräte oder sogar die Transportkühler, aber dann reden wir wirklich nicht mehr über eine Kühlbox. Hier verlinke ich euch das Video von der B81, also die Standardtruhe, die geht nur bis minus 22 Grad. Und hier verlinke ich euch die Playlist von diesem Katalog. Die nächste Seite kommt dann morgen oder übermorgen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.